Liebe Kinder, meine lieben Schwestern und Brüder, es hat eine herbe Note mitten in dieser weihnachtlichen Feier der 8 Tage, da wir das Geburtsfest Jesu feiern, wenn wir 2-mal die Farbe Rot tragen. Einmal an Stephanus schon, gleich am 2. Tag, der für Christus sein Leben gibt. Und dann noch eine weitere herbe Note, wenn wir uns erinnern, dass an diesem Tag bis zur Liturgiereform violett getragen wurde, mitten in der Weihnachtsoktave. Das hat man dann ein bisschen, nachdem er das Fest nicht ganz abschaffen konnte, nachdem es so viele Widerstände gab, aber es gab heftige Versuche. Es hat überlebt, aber nicht mehr in violett, sondern, wie wir sehen können, in rot. Dieses Fest hat vom Evangelium her eine so herbe Note. Nicht nur, wie es dann heute oft konnotiert wird und zu Recht konnotiert wird, dass Kinder immer in der Geschichte die ersten Opfer sind. Opfer von Willkür, von Mächtigen, von Erwachsenen, tief in das Beziehungsgeflecht der Familien hinein. Nein, wie wir im Tagesgebet gesprochen haben, sie konnten dich mit dem Mund noch gar nicht bekennen. Aber dadurch, dass sie involviert waren in dieses Machtgehabe dieses Potentaten Herodes, der Angst hat um die Sicherung seiner Macht und der nicht davor zurückschreckte, die eigenen Söhne umzubringen, um Konkurrenz aus dem Weg zu räumen. Es sind jüdische Historiker, die uns in Erinnerung rufen, und zwar den christlichen Exegeten in Erinnerung rufen müssen, dass wir dies durchaus als historisch gesichert ansehen können. Dazu braucht es unsere jüdischen Geschwister, die uns das sagen, weil wir selber trauen es uns ja nicht zu. Wir selber gehen von den beiden Zitaten bei Matthäus aus, dass der Evangelist etwas um Prophetenworte herumgebastelt hat. Und hat letztendlich, heißt es das, wenn man die modernen Kommentare liest, er hat eine Geschichte dazu erfunden. Es ist genau umgekehrt. Es gibt ein leidvolles Erfahren, wenn man Christus nachfolgt. Und aus diesem leidvollen Erfahren liest man das Alte Testament neu und findet im Alten Testament Schlüssel für diese Erfahrung. Eine dieser Erfahrungen lautet: Aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Schon einmal hat Gott sein Volk aus Ägypten gerufen, in die große Freiheit. Und wir wissen, was daraus geworden ist. Allerdings dürfen wir den Mund nicht zu weit aufmachen. Denn dass diese Geschichte Gottes mit dem Knecht Israel, mit seinem geliebten Volk, viele Schattenseiten hat, es fällt schwer zu sehen, dass wir als Kirche es wesentlich besser machen. Es fällt wirklich schwer zu sehen. Aber es ist ein Neubeginn. Neu ruft Gott den Knecht Israel, nämlich seinen Sohn Jesus aus Ägypten, um eine neue Geschichte zu beginnen. Und der zweite Schlüssel liegt im Zitat aus dem Propheten Jeremia. Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rachel weint um ihre Kinder. Wir wissen um diese Stammmutter, Josef und Benjamin, die beiden Söhne, die beiden Kinder, die eher zum Nordreich Israels gehören. Dieses Wort ist eigentlich ein Trostwort, denn der Prophet Jeremia schließt sofort einen Trost an, aber den lässt der Evangelist weg. Das Evangelium endet mit dem offenen und doch auch herben Satz: Die Kinder, denn sie waren dahin. Das bleibt am Ende des Evangeliums wie ein großes Fragezeichen stehen, aber eine Frage, die nicht ohne Antwort bleibt. Denn dieses Kind, um dessen Willen sie umgebracht wurden, wird die Antwort geben. Unser Evangelium spannt sich aus, nicht nach einem Trostwort des Jeremia, sondern nach einem Trost, den all die weinenden Mütter suchen, mit ihren Fragen, mit ihren dahinseienden Kindern. Sind sie wirklich dahin? Hat Gott keine andere Antwort dafür? Er hat. Es ist eine Frage, die in der Existenz Jesu Christi beantwortet wird, der den Tod auf sich nimmt, um durch den Tod hindurch die Auferstehung für uns zu erwirken. Das Tor zum Paradies zu öffnen, wie wir das in vielen Weihnachtsliedern singen.
Jetzt ist der Himmel wieder offen. Nicht nur, dass er sich geöffnet hat, dass Gott zu uns kommt, als Mensch, als Kind, sondern auch, dass wir den Heimweg finden. Dazu ruft er uns immer wieder neu, uns alle aus Ägypten, wie wir an Ostern immer wieder hören, aus dem Ägypten der Sünde, der Sklaverei, der Knechtschaft, aus dem Ägypten des Todes. Er ruft uns und schließt uns im Tod und in der Auferstehung Christi den Himmel wieder auf. Seit der Geburt dieses Kindes, seit seinem Sterben und Auferstehen, ist der Himmel endgültig offen. Und er ist der Weg, dass wir diese Öffnung finden. Wir kommen nur durch ihn dorthin.